Ich, das ist Kärtchen. Ich mach mal wieder zu. Ach ja, Panel. Ja? Wenn ich Züge übergebe, packe ich das Schildchen in das Erlaubnisfeld. Hab schon gesehen. Wunderbar. Malti, Vollgas! Kennst mich! Zugchef, sind wir abfahrtbereit? Wir sind abfahrtbereit. Alles klar. Geht auf den Tisch, Malti. Ganz doofe Frage, ne? Es lohnt sich eigentlich mehr, wenn man sich so ein großes, wenn man sich nur, wenn man 15 auf 84 Leute reingehen kauft, oder wenn man sich so ein 1900er kauft, lohnt sich dann mehr. Also, was leistungsmäßig. Ich nehme ja das mit dem größeren Körper, aber kommt davon, was du in deinem Zug haben willst. Die Parken sind halt aber auch doppelt so schwer. Ich weiß, deswegen. 1915 Steel Lightweight, 125.000 Pfund das Stück. Jack, du stellst dir dann die Weiche? Ja, vorne an seinem Bereich. Oh, tun wir nicht. 1900 halt bloß. 57.500 Pfund haben. Irgendwie spielt da mein Regler. Er geht die ganze Zeit wieder zurück. Ich bin noch so. Ich hab mal einen 103 im Gange. Kann ich die Täbchen? Das. Hallo. Will der etwas nicht? Ne, passt schon, passt schon. Scheiße. Das hört sich schon mal nicht gut an. Verbrennen. Fluchen hier. Entschuldigung. Alti, wie viele Wagen hast du? 18. Und damit herzlich willkommen alle Passagiere, die in VTR Station eingestiegen sind, hier an diesem Rollen-Express. Unser nächster Halt ist ELA, Ankunft in wenigen Minuten, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Und nächster Halt ist dann Bryson. In Bryson haben sie dann Anstoß an den Expressrichtung. Brooks, der leider heute ausfällt. Deutsche Bahn, Moment. Wir wollen keine deutsche Bahn sehen, Agora. Aua! Scheiße. Wieso habe ich nur auf diesen Kommentar von Yoshi gerade gewartet? Ich habe ihn einfach nur erwartet, ey. Unsere aktuelle Verspätung ist 0 Minuten. Fast voll. Ist da noch was? Sag mal, Yoshi, der Part ab Bryson hinten runter. Muss ich da irgendwas wissen mit unserem Morgen-Express-Zug? Nö. Einfach fahren. Ich bin da immer mit 100%, das ist... passt okay. Was ruhig hier. Ja, wenn ihr alle ganz konzentriert. Ich glaube, in so einem Fall kannst du natürlich froh sein, dass alles ruhig ist.
Das war echt benötigt. Alter. Das nennt sich Gasaustausch. Entschuldigung. Immer seinigen, dass man, sobald die Aufnahme läuft oder streamen, wir keinen Soundeffekt nutzen von Discord. Und die 19 für die Fahrdienstleitung. Die 19 in Robbins und Capcool. Danke, bis gleich. Sag Bescheid, wenn du wieder runter willst. Jojo, ich melde mich. Oh, Information für den Zug Nummer 11. In Wittier gehst du dann auf Gleis 2 und wartest dann bitte auf die Durchfahrt vom Zug 103. Wittier 2 und dann erstmal den 103 abwarten. Genau. Muss ich nicht sogar so Wagen da abschmeißen? Ich hab gefühlt den ganzen Zug dafür. Supi. Timo, Alternativvorschlag. Ich fahr da East Whittier rein und dann. Ja, noch. Ich fahr East Whittier nach 2 oder 3 rein und dann, ja, bin ich da auf dem Weg. Na, du fährst sowieso auf die Seite. Ich hab dir die Einfahrt auf die Seite gestellt. Dass der 103er an den Bahnsteig kommt. Die 103 würde auch vorher ganz gerne mal an Whittier Dreieck da den Zug drehen, ne? Wieso Stones. Willst du an Whittier 3? Wieso willst du vorher schon den Zug drehen? Dann machen wir mal zu. Ich bin aktuell mit der Lok hinten dran, Fahrer. Bitte, was machst du? Ich. Ja, mal. I am shipping the Zug. Warum? I am shipping the Zug. Wer jetzt keine Lust hatte, das Caboose noch irgendwie umzusetzen und dann meine Lok und dann bla. Also schiebst du gerade den ganzen Zug vor dir her, oder was? Ja. Warum? Schiebezugbetrieb! Yoshi, abfahrbereit? Wir sind abfahrbereit. Alles klar. Du hättest die Möglichkeit gehabt, ganz in Silver eine Drehfahrt zu machen. Beziehungsweise in Interchange. Ja klar. Die 2 an den FDL zeigt. Ja, ich höre. Die 2 ist fertig mit Rangieren in Connelly. Und ich habe wohl mitbekommen, dass wohl noch ein paar Waggons für Connelly kommen. Ja, das ist richtig. Das ist der Zug Nummer 11. Der geht aufs Gleis 2. Gut, ich würde jetzt runterkommen, würde mit einmal betanken, würde die Waggons anhängen, würde sie auch noch auf Colony schnell hochbringen. Also du kommst jetzt von Colony hoch nach Vizier. Genau. Jetzt kommst du hoch. Genau. Ich fahr runter und melde mich nochmal unten an der Kreuzung. Genau, mach das bitte. Weil der Zug Nummer 11 ist auf dem Weg und ich will den jetzt ungern in Halt zeigen, das Signal vor die Nase schmeißen. Nee, ist richtig, ne? Auf Frage, sagst du, siehst du im Interchange-Bücher in Silber zum Beispiel hättest du in der Zeit, wo noch Malzbier am Kämpfen gewesen ist, einfach mal den Zug umfahren können. Du ist schon bewusst, dass ich sowas wie ein Caboose habe, was ans Ende des Zuges gehört. Ja, das weiß ich, das wusste ich nicht. Tobias, wie meinst du das? Also, vorher in der Live-Test. Macht's weiter. Ich will's eigentlich gerade gar nicht sehen, was du machst. Aber ich muss mir das erstmal ganz kurz angucken. Wie ein Autounfall oder was? Ich will's ehrlich nicht sehen. Ja, YouTube ist sogar so meine Wahnsinn hier auf dem Server. Ich glaube, er ist sogar macht das, was Nitro dann Internet gemacht hat. Oh, willst du mich rollen? Was denn? Willst du mir gerade erzählen, dass du es nicht hinkriegst, mit zwei Gleisen, die dir in Silber zur Verfügung stehen, den Zug zu drehen? Naja, hinkriegen ist eine. Aber dabei Sicherheit zu bewahren, das andere. Das ist ein rotes Signal. Du hast gerade übrigens wieder über Halt zeigendes Signal, ne? Ich sehe es gerade, dass es ein Signal ist. Also in TD2 gibt es jetzt dann Beschwerden. Beste Antwort, das war das Halt zeigende. Bin ich nur vor dem? Nein. Du bist schon drüber. Zieh ein Stück zurück. Rotfahren ist Todesurteil. Das geht nicht.
Ja, ja, Ablöse und hier. Erstmal Training. Ach, oh, okay. Ja, wir treffen uns dann bei der Nachschulung. Genau. So, du machst jetzt Folgendes. Du fährst jetzt. Nicht nur Nachschulung, aber erst kommt mal das Du bist ein Idiot-Gespräch. So. Ohne Tee und Kekse. Sehen Sie das? Das ist rot. Wenn ihr rot, fahren Sie nicht drüber. Egal was. Du fährst das. Du bist ein Idiot. Übers Ziel rennen. Ich glaube, das sieht da auf. Fährst jetzt erstmal bitte bis Thomas Willi in diesem Zustand so weit. Das nächste Mal sagst du das bitte sofort, dass dein Zug gedreht werden muss. Weiß ich denn schon? Herr Bravura. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich dann erstmal schiebe und dann in Wittier drehe. Und das hat ja scheinbar keiner gehört. Ja, dann hast du es nicht deutlich genug gesagt. Herr Dr. Bravura, bitte einmal herverwenden. Ich bin Gott sei Dank nicht der FDL. Ich fahre nur. Bravura lacht sich nur schlapp darüber, was wir hier machen. Das ist der alltägliche Wahnsinn auf diesem Server. Aber wir kriegen es hin, irgendwie. Timo, siehst du Bravura? Wir haben es bis jetzt Gott sei Dank noch nie geschafft, dass wir Kopf auf Kopf treffen hatten. Das ist Gott sei Dank alles gewesen. Das ist schon eine Kunst. So, ich übergebe dann den Zug Nummer 1 an den Fahrdienstleiter Bryson. Was ist jetzt? Zwei Fahrdienstleiter? Money! Ja, die ganze Zeit schon. Okay, das. Gut, der zweite hat mich nie gemeldet, halt bei der Ruhe. Ja, aber gerade sagen, der zweite wurde noch nie gerufen, bis auf vorhin von Dings einmal. Von Jack. Sonst hat ihn noch niemand gebraucht. Weil ihr halt alle in der Ecke von Sykes rumchillt. Was? Aus. Ja, der Digi ja, Minder ist heute halt ziemlich zwei, unterwegs. Wir haben den Stellbereich für uns aufgeteilt, darum geht's, Finn. So. Ja, sie sagt den Stress da unten, den tue ich mir nicht an. Was für mich macht das gerade echt wahnsinnig, die Vorstellung, wie oft du mir jetzt mit den Caboos übers Hals zeigen knallst. Wow! Deshalb kein Caboos, kein Problem. Ja. Und dann ist ein Kabus. Aber sagen wir mal so, Bravo hat euch mit dem Observation-Ding dasselbe Problem, ne? Ihr macht euch auch Probleme, deshalb Falschwagen. Oder und EOS. Ich dachte eigentlich wäre so einfach wieder... Bravo hat ein größeres Problem. Er muss jetzt seine Observation drehen, damit er richtig am Zug angeguckt ja. ist. Ach, wie wär's denn mit einem Observation-Coach an jedem Ende so Symmetrie? Könnte man, aber die Dinge sind ja schweineteuer. Passt schon. Meine Damen und Herren, der nächste Halt ist Bryson Station. Ankunft in wenigen Minuten. Ausstieg in Fahrtrichtung links. In Bryson haben Sie die Möglichkeit, einen gestressten Fahrdienstleiter zu begutachten. In der Station. Hier haben wir einen Aufenthalt von wenigen Minuten und danach geht's weiter nach Alaka Junction. Wenn Sie diesem Fahrdienstleiter was Gutes tun wollen, geben Sie ihm einfach Ihre Herztablette. Die nächste Haltestelle vor Alaka ist noch Hemingway, ne? Ja, ja, aber erstmal so. Was naja, ich wollte nur anmerken, weil du einfach schon mit Alaka kommst. Da kommt noch ein bisschen Timo, zum Verständnis. East Whittier auf die 2 oder Whittier Bahnhof selbst auf die 2? Du fährst erstmal in Whittier, also. Fährst erstmal in Whittier ein. Alles klar. Du gehst dort auf die 2. Dann kommt hier die 103 mit den Caboos voran in die Station. Bitte darüber nicht wundern. Ich wundere mich ja über nichts mehr. Der dreht dann oder was? Der macht dann einmal einen Turnaround und fährt dann mit Lok voran weiter Richtung hier Brooks. Ich wäre sonst auch gleich schon in das Dreieck reingefahren, ne? Wo? Man kann doch an dem Dreieck ein bisschen wunderbar sehen, oder nicht? Ja. Kann man. Das sollst du ja dann auch bitte machen. Deswegen sag ich, ich wäre da gleich reingefahren, bevor ich in die Station fahre. Dann machen wir das. Dann fährst du bitte dann gleich in das Dreieck. Gut. Aber bitte pass mir auf, dass du mir hier in Thomas Valley nicht übers Haltzeichen knallst. Wird schon schief gehen. Aua, das will man nicht hören. Und aus diesem Grund, Malzbier, möchte ich, dass du erstmal in die Station einfährst, damit das Gleisdreieck frei ist.
Bitte passen Sie in Wally auf. Eine Betriebsgefahr wurde entdeckt. Das war nicht die erste, keine Angst. Thomas Wolle, Jim Knopf auf der Lack. Was? Wolle? Jim Knopf in Thomas Wolle. Dass du dann noch in Wilmont noch einen Halt hast, weißt du Bescheid, ne? Ich bin am Bremsen. Gut. Bremsen oder Anker werfen? Nee, Bremsen. Ich fahr Passagierzug. Ich muss ein bisschen auf Fahrkomfort achten. Aha, da wird schon wieder mit KI rumgefahren. Ja, wird mit KI rumgefahren. Die zwei ploppt die ganze Zeit schon oben links in der Ecke auf. Ja. So, die zwei, wie sieht's da bei dir aus? Also ich warte jetzt hier auf dem besten Bett, auf das beste Wetter. Oder auf eine Kiste Bier. Du stehst jetzt gerade aber nicht zufällig an dem Gleisdreieck, oder? Ich stehe an dem Dreieck direkt. Vor der Weiche. Wow. It is a bit, Moment, das ist ein bisschen kritisch. Nee, ist nicht kritisch. Ich stehe noch auf dem Ja, aber da soll gleich ein Zug rein. Auf dem Gleis, wo du stehst. Nee, wir machen das, ich weiß schon, wie wir das machen. Die Weiche bleibt so, wie sie ist. Also, Nummer 2, du musst bitte weiter warten. Der 103 kommt mit den Caboose voran über diese Weiche. Und der 103, ich werde dann das Einfahrsignal, Moment. Ich werde dann das Einfahrsignal nach Whittier aufmachen. Mhm. Und du wirst quasi mit der Lok hinter die Weichennummer steht hier nicht da. Auf jeden Fall, du wirst hinter die Weiche vom Gleisdreieck bitte quasi zurücksetzen. Und dann anhalten, dann darfst du dir die Weiche schmeißen. Nummer 2 darf dann auch ihre Weiche schmeißen und rauskommen. So verstanden. Ja. Soweit erstmal. Also, liebe Leute, da sind wir jetzt hier bei der FDS-Station für die ganze Strecke bis hinter Brooks. Ihr seht die ganzen Tafeln hier drin. An die zwei FDLs, YouTube sieht gerade euren Spaß, den ihr mit den ganzen Tafeln hier habt. Erklärt's doch mal, was die Leute also gerade zu sehen. Ich weiß ja gerade nicht, was du anschaust. Er stalkt uns von hinten. Hilfe, da stalkt uns jemand. Die also quasi... Bert L9, bitte. Bitte wer? Ich glaube, Jack will mich. Was ist denn Jack? Die 19 würde jetzt gerne wieder von der Kohlemine zurück nach Preisen. Also, man sieht hier zum einen halt unsere lustigen Täfelchen. Wie man hier sieht, in der Mitte gibt es eine kleine gedachte Aufteilung. Es gibt den Fahrdienstleiter West, es gibt den Fahrdienstleiter Ost. Ich bin zum Beispiel gerade Fahrdienstleiter Ost. Und wir haben uns so ein bisschen an den vorhandenen Zugsicherungssystemen der... Moment. Hat es gerade mal Peter gerade einfährt? Okay, gut. So ein bisschen orientiert, wie man hier sieht, haben wir ein sogenanntes Erlaubnisfeld. Damit wollen wir halt sicherstellen, dass wir hier in diesem getrennten Bereich halt keine Züge zur gleichen Zeit in zwei Richtungen einlassen. Quasi aktuell habe ich die Erlaubnis jetzt nach Bryson Züge einzulassen und wenn jetzt zum Beispiel mein Kollege dann sagt, jo, ich möchte jetzt aber auch mal Züge nach Government Island einlassen, dann nimmt er einfach die Tafel hier weg und packt dann quasi seine hier hin. Und dann weiß ich, okay, jetzt darf ich zum Beispiel keine Züge mehr in die Richtung einlassen. Sehr rudimentäre Einheitsstrecken. Aber solange es funktioniert. Ja, muss ja. Die 19 Interkohlemine würde gerne zurück nach Preisen. Ist erlaubt. Dann ich Zustimmung. Hab dich schon durchgestellt bis Hemingway. Ja. Dann Zustimmung nach Preisen. Jo, danke. So, der Zug 103, du darfst weiterfahren. Ich hab dir schon mal die 6, also ich hab dir jetzt Thomas Valley schon aufgemacht. Ja. Du fährst nicht direkt in das Gleisdreieck rein, du fährst wie gesagt erstmal über das Gleisdreieck drüber. Ja. Zugchef.
Yoshi, außer für die 1 steht. Ja, 4000 Gallonen. Kriegen wir das hin, runterfahren und wieder hochfahren? Locker. Locker. Okay. Das will man hören. Ich hab schon mit weniger geschafft. Sehr gut. Ich werde. Könnt ihr nicht dort auch wieder auffüllen? Ich glaube, in der Lager ja, ne? Mal kurz gucken. Ja, kannst du. Ja, können wir. Okay. YouTube. Ich werde euch mal für 2-3 Minuten hier mal den Dispatchern zugucken lassen. Ich werde mich mal ganz kurz muten. Ich bin gleich wieder da und dann geht's weiter mit der Personenfahrt. Also, 2 Minuten mal weg. So, meinst du, was war jetzt eigentlich dein Plan nochmal? Ja, mein Plan, ich habe hier etliche Wagen für die Sägemühle. Ich tausche da erstmal mit Stenzelwagen aus und überleg dann, wie ich das weitermache. Heißt, müsstest auch in das Dreieck rein? Erstmal nicht. Erstmal tausche ich die Schichtwagen mit Stenzel, dann habe ich einen House-Track und dann, ich denke mir irgendwas Smartes damit aus, was ich damit mache. Heißt also quasi, du kommst erstmal nicht in Berührung mit der Hauptstrecke? Erstmal nicht. Erstmal tausche ich da 2 Wagen für Stenzel mit 2 von Stenzel. Na gut, nee, dann mach das, solange du nicht mit der Hauptstrecke in Berührung kommst, ist das alles in Ordnung. Dann habe ich schon mal Kopfschmerzen weniger. Jake? Ja, bitte. Du musst in Hemingway darauf warten, dass die 1 an dir vorbeifährt und Bravura ist ja jetzt gerade nicht da, wie du ja bestimmt mitbekommen hast. Deswegen wird das vielleicht ein bisschen länger dauern. So, alles gut. In Hemingway Kreuzung. Jo. So, Dale. Ich bin wieder da. Dann machen wir unseren Orden-Express mal wieder bereit zur Abfahrt. So, ich mach mal vorne zu. Es ist halt so geil, wenn man das Stellwerk hier von unten hört. Eigentlich im ganzen Bahnhof hört man das, wenn es irgendwie Klick macht oder so. Ach, geht schon weiter. So. Das ist ja gut. Alle in Zugchef, sind wir abfahrtbereit? Zugchef? Yoshi? Ich habe meinen Zugchef verloren. Kann ich mehr abfahren? Ach, schön. Discord hat mich gar nicht gehört. Das finde ich super. Ja. Machen wir es nochmal. Zugchef, sind wir abfahrbereit? Wir sind abfahrbereit. Wunderbar. Dann fahren wir ab. Also die 103, du näherst dich dem Gleisdreieck. Ja. Die Nummer 2 darf sich in Bewegung setzen. Okay.
da bin ich mal gespannt, mit wie viel Wasser wir da unten ankommen in der Lager. Und die 103 anhalten. Weiche schmeißen ins Dreieck, bitte. Jupp. Also so 12 Wagen lang wäre schon irgendwie geil für den Orient Express. Aber sind es nicht irgendwann ein bisschen viele? Und dann würde ich mich da mal ranbewegen. Schon, aber es wäre schon irgendwo geil. Jo, einmal ins Gleisdreieck. Ja, ich weiß nicht, wie viel Geld du damit machst. Naja, du musst halt das Aufkommen an Passagieren haben, so. Das haben wir. Ich bin auch schon wieder voll mit meinem Zug, ja. Ja, also der Zug war schon voll ausgelastet. Zwei an den FDL. Bike. Ja, bitte, ich höre. Ich würde dann jetzt gleich in, die Gleise sind auf jeden Fall zurückgestellt, der Fahrweg ist wieder frei. Ich würde jetzt dann gleich in die Dorbel fahren und würde dort dann die leeren Waggons eben nach Wolfgang. Jo, du musst dann aber bitte erstmal warten, bis die 103 aus dem Gleisdreieck wieder raus ist. Ja, alles gut. Warte, du fährst in die Dorbel. Ja. Aber nach Wolka. Kannst du vielleicht vorher noch ein paar Wagen für die Formel im Bahnhof abholen? Ja, aber die waren auch Colonel, ne? Connelly. Ich hab hier stehen. Etliche Wagen für die Formel und zwei für Connelly. Ja, okay, kann schnell erstmal hin. Ich nehme die dann nachher weg. Ich glaube, das ist mein allererster Passagierzug, den ich da unten vor. Zugchef, zu Beginn ist das heute auch mein erstes Mal wieder gesteigert. in der Lacker Junction ist doch Personenhalt oder ist der Durchfahren? Da ist Personenhalt. Ihr habt noch, glaube ich, vier Personen. Das ist gar kein Postzeichen. Das ist übrigens kein Postzeichen, das ist das Bahnsteigsdach von oben. Oder so, ja. Sehr irritierend, aber ja, das also in Junction ist tatsächlich kein Zeichen dafür, ja. Ja, das liegt daran, dass dieses Postzeichen wahrscheinlich auf dem Bereich ist, wo schon es als Handreichenbereich gegolten wurde, deswegen ist er bei uns nicht drauf. So, die 103, wenn du dann aus dem Gleisdreieck raus bist, darfst du dann deine Fahrt nach Wittier fortsetzen. 103, wir gehen in Richtung Wittier. Was haben wir da? 30 und mal 25. Die 2 an die 11. Ja, dort bei den Signalen. Ja, 11 hört. Ich warte dann auf dich hier in Weit hier und bring dann, du dann direkt die Wagen nach oben bringen, verteilen. Und den fahr dann nach Wolka. Kannst hier gleich dich mit Absprache auf FDL zum Bahnhof kommen, da kannst gleich die ganzen Wagen da für Connelly und die Sägemühle abholen, die stehen ja alle schon so bereit. FDL Drive, hast du mitbekommen? Bitte nochmal. Ich fahre jetzt nach weit hier rein. Ja. Hol die Waggons ab, fahre die dann direkt nach Colonel und verteile direkt alles. Das heißt, du fährst auf das Gleis, wo Malzbier ist? Ja, genau. Schlechte Nachricht, da sind erstmal Wagen für die Sägemühle, also müsstest du erstmal die zur Sägemühle bringen und dann die Connelly-Wagen mitnehmen, also... Vielen lieben Dank! Ich krieg erstmal die Wagen von, Volker raus. So... Wohin, Sebastian? Gut, der Rangierlok, also den Zug Nummer 2, die es dann erlaubt, nach eigenem Ermessen über die haltzeigenden Signale zu fahren, soweit wie es notwendig ist, weil wie gesagt, es ist ein Bereich, den ich kontrollieren kann. Ja, ist alles gut. Ich ziehe nur gerade die Waggons vom Volker da raus. Jo. Und setz die auf Gleis 3. Mach, lass dich daran nicht hindern.
Weil wenn er mir ja sagt, ich muss dann in die Mühle rein, muss der Erfolg abgeben. Also für alle, die ihr gerade erst jetzt eingeschaltet habt, wir sind hier im Odin Express, dem fiktiven Odin Express, der hat die höchste Priorität. Wir sind bei Bryson Dur. Wir fahren gerade Richtung Hemingway, Alaka Junction, Cochrane und der Endziel Alaka ganz unten. Soweit die Fahrt von heute. Und ansonsten Multiplayer-Chaos hier. Und wir haben zwei Fahrdienstleiter bzw. ein Dispatcher mit dazu, das ist der Digimin und der Sykes. So, für den 103 bis Government Island hast du erstmal grüne Welle. Jo, es klingt gut. Ich will gerade mal fragen, Jack, was machst du eigentlich, wenn du in Weißen angekommen bist? Da schmiede ich gerade einen Plan, aber wahrscheinlich auch mal retrogradieren. Solange niemand einen besseren Plan hat. So, also ich rangieren und dann wieder Interchange. Timo? Ich kann den Schmack es geben. Hier ist 25 angesagt in der Kurve. Ja, bitte. Einmal in Whittier aus Gleis 2 auf der Ila-Seite rüber nach Gleis 1, um Wagen da aufs Haustrack zu bringen. Also das heißt, du möchtest übers Heilzeigende? Genau. Da musst du mal einen kurzen Moment warten. Ah, ich sehe schon, wo du hin willst. Jo, da musst du mit einem kurzen Moment warten, da ist noch ein Druck im Block. Ja, da kann ich dich sogar tatsächlich auf Farbenkliff rausschicken. Warte, dann auf Farbenkliff, dann kann ich auch gleich nach Ila fahren, da Wagen abliefern und ein bisschen drumrum machen. Und deine Ausfahrt hast du? Okay, dann fahre ich bis Ila und dann nimmt mich Ila da auf die Seite, bitte. Jo, das machen wir. Die 11 lässt du bitte die Waggons da stehen, dann hole ich die Säge ab, ne? Ja, da auf 2 stehen die Wagen für Cornelli und die Sägemühle. Okay. Meine Damen und Herren, unser nächster Halt ist Hemingway Station. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Eigentlich müsste man ja noch Bravos Ansagetool abändern. Von TD auf. Von TD das, auf Railroad, oder? Das wäre doch irgendwie. Das hätte schon was. Das hätte Stil. Das wäre tatsächlich gar nicht mal so schwer zu machen. Da könnte ich es auch richtig machen, weil das sind die Stationen ja fix. Ja. Ich wollte schon sagen, ihr seid gleich da. Jack wartet. Ja, ich finde das cool. Im Bravos Spiel das Ansagetool dann. Mal schauen, ob man das hört. Moment. Nein, ja, man hört es nicht. Ich finde es schön, dass auf der Seite, die bei der Bogen aufsteht, etwas das Blaulicht steht. Da ist ja ein Güterzug. Das ist eine Lok. Das sind zwei Loks, die da stehen. Hallo erstmal, ne? So, nach wir jetzt mal aussteigen hier. 11 machen. Oh, wie sind das für ein Verkehrsaufkommen hier? Ist ja noch wenig. 88 Leute hier. Du bist mit einer halben Kupplung drüber und deswegen kann ich Jack das Signal nicht ziehen. Nice! Ja, da hat er jetzt Pech. Da muss er warten. Was hat er dazu? Verdient! Sind Eisenräder, Tobias. Keine Gummiräder hier.
War das schon abgerechnet? Nee. Doch. Echt? Hemingway Station received. Ah ja. Ich hatte nichts für ihn, also meine Abrechnung kann es eben nicht gewesen sein. Ja, gut, dann machen wir mal die Türen mal wieder zu hier. So, einmal zu, einmal zu. Also ein YouTube-Date, das ist total optional. Machen wir erst so fürs Roleplay hier. Oh boy. Das nächste Mal spielst du in deinem eigenen Zug rum. Niemand zäfft hier rum. Zugchef, Tür zu machen hier. Ja, ich bin hier dran. Ich musste kurz die andere Lok sabotieren. Sedere. Wir sind bereit. Ich an FDL zeigt. Bereit? Einen Moment, gut. Bitte. Ich fahr jetzt da gerade schnell rüber, ja? Nach weit hier. Ja, kannst du. Alter, die 19 ist einfach so eine fette Lok. Ist einfach abnormal. Wo steigt sie los? Und dabei ist das doch die kleine, oder? Ja, es geht ja noch größer. Ja, ich glaube, die großen gefallen mir irgendwie. Das ist schön. Wie gesagt, Bravura. Berkshire mit Polar Express. Das finde ich cool. Und die Ecke ist das gemerkt? Und drei Ecke ist weg. Wir haben einen Fahrer verloren. Haben wir drei? Nein, wir haben in der Viereck verloren, Yoshi. Uiuiuiuiui, ich hoffe, der wird nicht abfahren. Ja. Können die zwei FDSs mal kurz kontrollieren? Welchen Zug hatte er? Ich glaube, die zwei, oder? Nur die zwei hat er gehabt. Weil nicht, dass die irgendwo reinquetscht. Die sollte stehen. Die steht hier ganz brav in der Seite beim Sägewerk. Jo, die steht. Die ist sicher. Aber ist entgleist. Oh. Was? Die ist... Oh. Ja, die ist entgleist! Ist die auf die Holzwagen drauf gekracht? Da sind keine Holzwagen, die ist einfach so entgleist. Ich kriege nichts anderes. Die ist einfach entgleist. Zugchef? Ja. Den drück ich rein. Gut. Mal ganz kurz die 1 übernehmen, bitte. Ja, die 1 ist ganz vorne, von unserem All-Express. Ich will die 2 kurz angucken. So. Übernimm mal die Lok, die am Zug hängt. Hey, wo ist die? Da vorne. Ab. Alter, es gibt's doch nicht. Operation Safety wieder für den Arsch, oder? Aber nee, ich frag mich einfach nur, wie konnten wir jetzt die 2 hier entgleisen? 3 und... Leute. Hallo, wie konnte die 2 entgleisen? Der... Ganz einfach, weil ich gerade komplett geflogen bin. Ja, aber trotzdem, wie schaffst du es mit dem Wagen an dem Gleis die 2 zu entgleisen? Keine Ahnung, ich war gerade auf der Weiche und dann bin ich gerade rausgeflogen. Also vor der Weiche. Ich wollte gerade umschmeißen. Ja, wenn du noch die Weiche noch passiert hast, ohne rauszufliegen, wieso bist du in der anschließenden Kurve rausgeflogen? Keine Ahnung. Also die Weiche hat doch eigentlich eine geringere Geschwindigkeit als die eigentliche Kurve da von dem Gleis, oder? So, ich... Genau, muss auf jeden Fall reparieren. Ich übergebe den Zug 103 an Bryson. Okay. Oh, das ist auch eine sehr interessante Ansicht. Was denn? Das, was ich jetzt gerade habe. Ich bin so de facto im Zylinder drin und jetzt... Ah, ja, okay, ja, bleib doch drin, offenbar nur. Okay, Zugchef, kann die 1 wieder übernehmen. Machen Sie das. Weiß einer, wie weit die 23 repariert ist? Guck nach, würde ich sagen. Wir wissen es nämlich nicht. Ich fahre die 2 jetzt in die Werkstatt. Ist das hier so ein Halt? Ja. Wo haben wir ihn? Okay. Scheiße. Also das zählt ja hier auf diesem Nebengleis. Ja. Okay.
Wo kann ich eigentlich sehen, wie viele Passagiere gerade an den jeweiligen Stationen sind? Du musst das Stationsgebäude anklicken, beziehungsweise das Vorstandshäuschen und dann linksklick drauf, Open Window und dann zeigt er das an. Wäre eigentlich mal eine Frage, wie viele stehen noch in Bryson? So, das nehme ich gerade raus, weil ich hier vorhabe, etwas zu planen. Seht das? Ich finde es aber gut, dass die Hälfte meiner Passagiere nach Bryson möchte, ne? Wo sehe ich das genau, Bravura? Beim Ticketschalter, 194 Leute warten. Siehst du gerade meinen Stream? Nein. Also du musst quasi das Gebäude angucken und die Eingangstür. Ach so, da muss ich meinen Fahrdienst da doch fast lassen. Ja. Das ist aber eigentlich ein schlechtes Gebäude, um es zu zeigen, weil im Bryson ist das, glaube ich, nur in dieser Ausbuchtung, da wo dieser Station-Agent drin sitzt, richtig? Ja, genau. Stonks. Boah! Und ich muss schon mal bei mir Passagierverkehr bringt nicht. Bei mir habe was, wo mein Charakter gerade steht. Timo in Ila auf der Westseite bitte einmal von 2 nach 1. Von Ila 2 nach 1. Jo, ein Fahrbegriff. Mit Fahrbegriff, wunderbar. Und dann gut, gleich Chef. Auf der Ostseite von. Wir sind fahrbereit. 1 nach 2. Ja, fahrbereit. Bravura, übrigens, ihr fahrt ja jetzt nur noch auf Handweichen. Also bitte selber fahrig prüfen. Spannend. Wo an die FDL? Sykes? Ja, ich höre. Ich wechsle jetzt die Lok auf die 23. Die 2 ist in Reparatur. Jo. Mal wieder. Ja, die hat aber nur 73% Schaden, nicht 8%, ne? Also, ne? Also du hast die ja auch ins Depot reingefahren. Ja, die steht im Depot drin. Okay. Merkt mich gerade wieder. In welchem Depot steht die? In Wittier. So, Malz, bewende dann. Ich hab's eingestellt. Ich hab's gerade gemacht. Ich wollte es gerade machen. Ich bin drüber, kannst mir die Weiche da auf der Westseite drehen. Die mach ich. Was hast du da oben jetzt in Ela stehen lassen? Ich hab da auf Gleis 2 zwei Wagen stehen, da. Einen versenke ich gleich da in Anschluss und da einen nehme ich wieder mit runter. Okay, gut. Malz, ich spiele Schiffe versenken mit Zügen. Könnte euch ja so ärgern da oben drin, die Glocke anlassen, ne? Die 23 an den FDL? Ja. Wo kann ich hier bei dem Pender die Bremse aufmachen? Das weiß ich nicht. Gibt doch Steuerung, Klick und dann einfach Release. Also, aber nee, kann das denn so eine Stange sein oder halt das Rad? Ja. Alter, wieso ist das Ding so laut, dass ich hier draußen höre? Weil es laut ist. Sitzt hier eigentlich so im Stuhl? Kann das sein? Wenn du hochkommst, ja. Also, ne? Wir sitzen ineinander. Timo, kannst du mir Ila auf der Ostseite die Weiche drehen? Ja, kann ich. Ich finde bei Bryson's Station. Timo, darf ich da am Halbzeit mit vorbei? Ja, darfst du, weil ich krieg dich sowieso nicht. Ich krieg das sowieso nicht auf Hart. Leute. Nur Richtung mit dir, ne? Ei. So sollen wir nur bei 2 Zügen in eine Richtung fahren und halt keiner in die andere. Übrigens, deine Ausfahrt steht noch nicht, da fällt gerade Dings ein. Ich weiß, ich setze nur zum Dings vor. Jetzt hast du sie aber.
Ich vergesse immer wieder, dass du pfeifen musst, bevor du abfährst. Tja, schon wieder 5 Leute umgefahren auf dem Bahnübergang. Recht. Meine Damen und Herren, wenn ich sage, ist Kochrennen, Ausstieg in Fahrtrichtung nix. Ich meine, so gesehen, in Amerika pfeifst du ja generell mit den Dampfloks rum, wenn du irgendwo eine Station abfährst. Boah, ist aber nett hier. Nett hier, aber waren Sie schon mal in der Schweiz? Mini-Stongs. Ja. Oh, jetzt wieder zu hier. Es ist so mitten. Also ich freue mich schon, wenn ein bisschen mehr Deko hier reinkommt. Eine ganze Station und Co. Ja, das Problem ist, wenn wir mehr Strecke haben, wird es weniger Zugbegegnungen, weniger Nachdenken geben. Das ist halt so der Vorteil und Nachteil gleichzeitig. Weiß ich nicht. Ich glaube, da kommt entsprechend auch mehr Güterverkehr und Co. dazu. Ja, schon, aber ich meine, da brauchst du auch wahrscheinlich mehr Leute, weil jetzt haben wir auch so, einer ist irgendwie in Silber manchmal und dann ist der andere gerade in Alaka Junction und zwei sind in der Mitte irgendwo. Muss halt bedenken. Und wir sind vorbereitet. Vor allem das Passagiervorbereitet. Wir sind vorbereitet. Wenn das Streckennetz größer wird, dann wird es noch schlimmer mit den Passagieren. So, ja, die 19 im Preisen einmal für den Fahrdienstleiter, bitte. Ja, Fahrdienstleiter hört. Ich würde umsetzen in Rangierbereich, Wasser ergänzen, Lok aussetzen und dann mit ordentlichen Rangierarbeiten beginnen. Ja, wenn die 103 ist raus, schnell weg gehört dir die Handbeißen alle. Viel Spaß. So, in. Ja, super. Gut, okay, dann geht's. Sag mal mein Disponent, testen, ob können wir die 103 nur bis Hemingway fahren lassen. Das ist eben das, was ich auch gerade als kleines Problem habe. Wir müssen hier wahrscheinlich trotzdem bis Alaka durchfahren. Aber dadurch, dass jetzt halt beide genau in die eine Richtung fahren, sich hinterherfahren, muss ich irgendwann von den anderen, von der 1 mal eine Mitteilung bekommen, wenn sie denn so weit durch ist, dass die 103 hinterher kann. Na gut, so gesehen, wenn ich nur bis Hemingway fahre, habe ich jetzt Probleme, dass man Leute für Alaka an Bord hat, ne? Kannst du rausschmeißen. Echt? Ja. Dann können wir das so machen. Stehen wir an der Station? Ja. Hat irgendjemand die CWL1 auf Simple Mode selektiert? Ja. Ja, mach mal bitte realistisch. Da würde ich das so machen, die 103 nur bis Hemingway, weil dann kann der einmal drehen, also umfahren. Und dann wieder zurück nach Silver, dann, um dort die ganzen Fahrgäste wieder mitzunehmen. So, machen wir gut. Wenn du mir mit dem Caboose hilfst, dann mach ich das ziemlich gerne. Wie soll ich dir mit dem Caboose helfen? Anschieben oder was? Das frage ich mich auch gerade, was da eigentlich dein scheiß Problem mit dem Caboose ist. 23 an die Hilfe. Mein scheiß Problem ist, dass ich das hasse, wenn ich an beiden Seiten irgendwas hab, was Platz tauschen muss. Du machst das so, du fährst Hemingway Bahnsteig ein, schmeißt die Leute raus, dann ziehst du, dann sollte ich hier das Tunnel. Genau, in Alaka Junction. Dort machst du die Wände mit Caboose. Das ist ja auch gut. Dann gleich direkt, deswegen machst du es daran. Stimmt's? Zugchef? Ja. Ich würde sagen, in Alaka im roten Sinn können wir Rollentausch machen. Dann bist du Lokführer, ich mach Zugchef, / Rangierbegleiter. Dann helf dir. Kannst du das umsetzen mal kurz alleine machen? Nein. Bin doch. 23 an die 11. Ich hätte schon gerne. 10 Minuten für. Kaffeepause. Ja, dann machen sie es jetzt wo wir noch fahren. Also, genau, während der Fahrt Kaffeepause machen, Yoshi, passt schon. Na cool, aber ich überlege, wenn ich dann bis Alaka Junction zum Gleisdreieck fahre, dann kann ich ja die Leute nach Alaka Junction mitnehmen, oder? Wenn dort welche sind, ja, aber dann beeil dich bitte. Jo. Und
23 an den FTL zeigst. Ja, ich höre. Ich wollte nur mitteilen an die 11, dass er die Bremsen anzieht von dem Waggon. Ja, dann soll er das bitte machen. Weil ich habe jetzt mal gerufen, er hat noch nicht reagiert. Meinst du, Mann, bist du überhaupt noch da? Ja, bin da noch in Hila beschäftigt. Die bitte an den Waggon die Bremsen an. Also ich muss sagen, die Strecke da unten noch Alaka ist ja mal mega schön. Ja. Ich habe die auch für Luft gesichert und die Stunde ist noch nicht rum, glaube ich. Glaube ich, Alter, weiß ich. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Alaka. Ausstieg in Fahrt Richtung Rheins, unser Endbahnhof. Bitte alle aussteigen. Also wie gesagt, in Hemingway für die 103, da gibt es ein ganz kleines Gleisdreieck, das benutzt man dann. Ja, das ist ja basically alle verbunden, da kann ja ein das Gleisdreieck hin. Ja, das ist aber auch Bereich halt hier vom Tunnel Gamer. Genau, wir stellen da auch gleich rein, das passt schon. Sag mir Bescheid, wenn du Hemingway los willst. Jo. Ja, liebe Leute, da werden wir dann in knapp 2 Stunden war es jetzt mit dem Stream, mit einer kleinen Unterbrechung. Nur ein paar zwischen Alaka und Silver abgefahren und dann schaut euch das mal an. Nach Andrews geht's auch nochmal so ein mega Stück weiter. Jetzt nochmal die Stunde ranregen. Also, ja, oh. Wir sagen 3 Stunden Fahrt. Ja, vor allem in der Zeit, wo du gefahren bist, haben wir 200.000 verdient. 3 Stunden Fahrt, 3 Lokführer, passt doch. Boah, da könnten wir eigentlich schon mal wieder Zug zahlen hier. Oh, da wird Geld ausgegeben. Ja, zurückzahlen. Es gibt auch einen 5000er Zurückzahlen-Button noch. So viel Taschengeld hat der nicht. Eindeutig. Ja, ich habe über 5-mal die Zurückzahlmeldung gesehen, deswegen. Ich hoffe mal, die Weichen ja nachher stimmen. Und dann die Leute für Alaka. Wenn ihr dann. Also, Bravura? Ja. Wenn ihr dann aus Alaka losfahrt, fahrt bitte nur bis Koch ran, oder wie der Scheiß heißt. Das muss auch jemand wenden. Also ich weiß nicht, wie lange wir auch mit rumlaufen. Aber also in Alaka werden wir eh erstmal brauchen, weil wir unseren Zug wieder für die Rückfahrt vorbereiten müssen. Ja, ja, deswegen. Das ist ja mega schön aufgebaut hier. Nicht wie Bit hier, nur kompakter. Alter, die Bremsen sind so giftig. Bei der Fahrbahn. So, das war's. Ach, die Strecke McLean haben wir noch gar nicht freigeschaltet. Ich sehe. Ja, da kommt noch richtig viel.
Ui. Timo, einmal von Ila 2 nach Whittier 1, bitte. Jo, komm. Wunderbar. Spielt denn das bitte ab jedes Mal? Das ist mein Nachrichtenton. Ach so. So, Dre, da haben wir unten. Hat denn sie nicht eine Drehscheibe gehabt? Die 23 an den FTL zeigt. Ja, ich höre. Ich gebe dir jetzt wieder dein Gleis 1 frei. Jo, mach das. Perfekt. Wie machen wir das jetzt hier? Ganz nebenbei, ich müsste dann auch, das heißt, die Rückfahrt würde dann auf KI, müsste dann per KI passieren. Na, ich hab doch eine Idee. Hat Ila schon jemand, nee, hat Whittier schon jemand die Wagen in 2 weggeräumt oder muss ich das gleich machen? Hä? Ich bin doch schon dabei. Ah, perfekt. Super. Ich bin schon am Sortieren. Alles gut. Super. Einer muss ja. Genial. Los, weggucken, wenn ich gleich ankomme. Das ist vielleicht eine etwas cursed Formation. Was hast du aber gemacht, Malzi? Aber mach das dann hier einfacher. Ich halte so kurz an und gehe mir eine, noch was tun für meine gute Lunge und dann tue ich die Sortieren. Sag mal. Was soll das? Was denn? So, jetzt haben wir mal kurz die KI fahren lassen, zum Rumrangieren. Aha. Aha. Ja, ich mein Zugchef ist ja nicht da. Aha. Aha. Aha, hat hier nicht so doof rum. Herr Bravura? Ja? Sind Sie nicht immer der Erste, der hier über die KI am Jammern ist? Hey, guck mal, der fährt KI. Ich nutze es nur zum Rangieren. Ja, ich auch. So, so. Dann fährst du auf Strecke? Ja. Alter, die Gedächtnis für Städte, die würfel ich gleich rum. Habe ich schon fast die Idee, wie ich das vorhab. So, der FDR Bryson für 103. Jo. Ich würde ganz gern einmal auf der anderen Seite des Gleisdreiecks auf das andere Gleis rüber. Weiche dürfte stehen, kannst du also übers Haltzeichen gefahren. Ich werde dafür jetzt kein Signal geben. Supi. Ich muss sagen, das Spiel ist ganz schön zeitintensiv, retten, ne? Also ja, mal. Dezent. Aber dafür real, nee, real, das, ne? Das Gleisgedreiecke hier, das bringt irgendwie. Halt. Ich interpretiere hier falsch gerade. Ich interpretiere hier gerade verdammt falsch. So, jetzt fährst du einfach rückwärts einmal eine Runde. Das Ding ist, wenn ich so weitermache, wie ich jetzt weitermachen will, dann stehe ich ja wieder gleich herum. Ich bin durchs falsche Gleisdreieck gefahren. Nein, passt schon. Jetzt fährst du rückwärts. Komm. Jetzt rückwärts. Trau dich. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das Gleislayout hier in Alaka Junction kompliziert oder sowas aussieht. Nö, sieht's nicht. Nee, überhaupt nicht. Nur eine kleine Info, wenn du dort an den Bahnsteig fährst oder nicht an den Bahnsteig, du kannst auf beiden Seiten Passagiere einladen. Echt? Ja. Naja, das ist ja der Spaß in der Lacker. Na, du kannst auf beiden Seiten Passagiere einladen, das habe ich getestet. Ja, das machen wir die ganze Zeit schon so. Steht auch genau in der Beschreibung von der Station drin, welche Gleise es haben und welche nicht. Unglaubliche 10 Leute nach Alaka Junction. Kann man noch machen, passt doch.
Was macht Vorrat Kohle und Wasser? Ja, ich schau gerade mal nach. 5 Tonnen Kohle und 1100 Liter Wasser. Wir müssen da mal tanken, hier hinten. Gut. Zugchef? Ja. Übernehmen Sie mal. Dann mache ich Rentiermeister. Übernehmen Sie mal. Ja, ich würde Zugchef ohne Ausbildung soll jetzt übernehmen. Kriegt was? Aha. In Disconnected was? Wie das? Also wenn dann war gerade KI am Fahren, weil ich allein war. Ich merk's. Finn? Lässt mich nicht. Nee, warte. Timo, einmal. Hab mal auf manuell gestellt. Probier's jetzt mal. So, bitte nochmal, Malzbier. Timo, einmal in Whittier auf der ILA-Seite von 1 nach 2 mit einem Wagen. Von ILA? Nee, in Whittier am ILA-Ende einmal raus über die Weiche und wieder rein. Jo, ist gestellt. Ja, sehr gut, sogar mit Signal. Wunderbar. Ja. So, ein Finn hatte ja gesagt, dass er jetzt, dass er weggeht. Also einmal komplett Durstdreieck hier. Klingt gut. Timo, Weiche ist frei. Jo, welche Weiche soll ich drehen? Ja, die in Whittier auf der ILA-Seite. Wie geil. Ich mache das mal gemütlich im Chefsessel. Aber weil ich muss arbeiten. Du hast eine Weiche. Also ich habe jetzt die Weiche 55 gedreht, mal mir, wenn du das wolltest. Komm. Also ja, in Whittier die Weiche auf der ILA-Seite. Ach, du möchtest in Whittier Gleis 2? Genau. Sag das doch gleich. So, ich nehme an, 103 fährt jetzt erstmal als Bot. Ich nehme den jetzt, nee, nicht als Bot, ich habe den jetzt übernommen. Fahr den jetzt mal nach Weizen. Vielleicht kann Jack den nicht dann noch hinten anhängen, so als, Leerzug, der halt noch ganz ohne, selber, ohne Traktion mit dem Pferd. Und ihn dann halt in Whittier abholen. Oh, diese noch. So, der ist frei. Thank you.
Jack, was machst du gerade? Rangieren? Ja, ich meine, die schönmäßige Frage ist, was willst du danach machen? So. Ich fahre jetzt an den an den Lokführer, an die Wagen dran, bereitstellen oder wo bist du jetzt hin? Ich muss ja irgendwie den Wagen noch einmal laufen. Naja, die Frage ist halt, ob du danach weiter in Richtung Silber wieder fährst. Also eigentlich macht es ja Sinn, dass du da vor der nächsten Weiche, also nur eins weiter, stehen bleibst, dass wir die Wagen dann aufs Gleis reinbringen und dann drückst du hinten ran an den Salonwagen. Mhm. Sprich, bleib hier mal stehen. Mal kurz warten. Einmal vor Leibbremsen, bitte. Und Södere, gehen wir kurz wieder ran. Timo? Ja? Die 103 fährt bis nach Wittier und stellt dann dort ab. In Ordnung. Was macht's Wasser bei dir? Geschmeidige 1700. Ja, okay. Das passt noch. Und nach der nächsten Mal hier einmal anhalten. Geht, passt. Krieg ich dann auch die Erlaubnis, gleich den 103 dir rüberzustellen, Timo? Jo. Ah, schon nice, dass man sich einfach auf die Seiten ranhängen kann. Und los. Nee. Ja, wobei, ja, so können wir es. Ja, so können wir es auch machen. Mach weiter.
noch zwei Wagenlängen. Noch eine. Eine halbe. Langsamer. Und wir sind da. Wunderbar, dann weiter reindrücken bitte. Bis du bei mir vorbei bist. Okay. Wunderbar, dann bereitstellen am Bahnhof. Und nachdem Diebsmittel wieder auffüllen. Mal an der Weiche kannst anhalten und abkuppeln. So, eingebremst? Ja. Wunderbar. Los geht's zum Auffüllen. Während die sehen, werde ich schon mal die Wagen konfigurieren. Silver Depot. Da, einmal da, einmal da. Ja, da Depot brauchen wir nicht. So, kopiert. Okay, Ladies and Gentlemen, ich würde sagen, das war's erstmal für den heutigen Stream. Da sind wir erstmal die Strecke von Silver bis nach Hanaka abgefahren mit unserem fiktiven Orient-Express. Die Arbeit geht aber natürlich nicht zu Ende. Es gibt noch einiges zu tun. Und wir werden entsprechend auch noch mit den Güterzügen weiterfahren. Die nächste Streckenerweiterung kommt demnächst. Wenn ihr hier mitspielen wollt, kommt auf unseren Discord-Server. discord.gg/buchallein. Und dann kommt hier rein und helft mit. Es gibt wirklich unglaublich viel zu tun. Die meiste Zeit läuft der Server 1:1 in Echtzeit und wie abonnieren und liken. Das natürlich immer. Aber kommt rein, helft mit und wenn ihr wollt, könnt ihr auch bei einem Stream mit dabei sein. Machen wir ganz hemmungslos über Discord. Bis dahin, ich wünsche euch was. Macht's gut. Gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.